Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Welche Anpassungen hat Indien nach den Rückschlägen seines Vorgängers bei der Chandrayaan-3-Mission vorgenommen? Die jüngste Entdeckung von Indiens Chandrayaan-3 hat in der Weltraumforschungsgemeinschaft für Aufsehen gesorgt. Insbesondere nachdem Neil deGrasse Tyson angedeutet hat, dass diese Mission möglicherweise Erkenntnisse zutage gefördert hat, die zuvor von der NASA übersehen wurden. Diese Behauptung hat unter Wissenschaftlern lebhafte Debatten entfacht. Welche Geheimnisse des Mondes könnte diese Entdeckung verändern? Begleiten Sie uns bei der Erkundung. Wie Indien aufgedeckt hat, was die NASA möglicherweise nicht mitgeteilt hat und was dies für die Zukunft unserer Erforschung des Kosmos bedeutet. Die revolutionäre Reise zur Mondoberfläche. Die sowjetische Mission Luna 9 hat 1946 die Richtung der Weltraumforschung nachhaltig verändert. In den Annalen der Weltraumforschung ist diese Mission für die erste sanfte Landung auf dem Mond bekannt. Neben der erfolgreichen Landung bot Luna 9 der Menschheit atemberaubende Panoramablicke auf den Mond, unseren nächsten Himmelskameraden. Dieses Raumfahrzeug war kein typisches Design. Seine Form ähnelte einer kugelförmigen Kapsel. Ein innovatives und cleveres Design. Luna 9 war mit einem Durchmesser von 58 cm und einem Gewicht von 19,9 kg ein Raumfahrzeug mit neuartigen Merkmalen. Seine vier Pedale, die jeweils einen doppelten Zweck erfüllen, machen es zu etwas Besonderem. Diese Pedale waren für die Stabilisierung des Raumschiffs nach der Landung und für die Freilegung seiner Hauptinstrumente von entscheidender Bedeutung. Moderne Teile. Ein Kommunikationsfunksystem, fortschrittliche Festkörperstrahlungsdetektoren und ein entscheidendes Wärmesteuerungssystem waren Teil seiner Nutzlast. Dieses Steuerungssystem spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Funktionalität und Haltbarkeit der Mission, indem es Temperaturänderungen kontrollierte. Die innovative Ergänzung von Luna 9, eine Fernsehkamera, die auf einer sich drehenden Plattform befestigt war, war einer der Höhepunkte. Diese bahnbrechende Eigenschaft erleichterte die Aufnahme erstaunlicher Bilder von der Mondoberfläche. Die Bilder, die Luna 9 sendete, waren einfach faszinierend. Sie enthüllten eine Mondlandschaft mit scharfen Kontrasten, eine raue Leinwand mit sanften Hügeln und Kratern dazwischen. Diese eindrucksvollen Bilder zeigten bisher unerforschte Gebiete, in denen noch nie jemand zuvor gewesen war, und gaben der Menschheit einen ersten Blick auf die Mondoberfläche. Die Bilder von Luna 9 hatten einen bedeutenden Einfluss. Das weltweite Publikum war von den Bildern begeistert. Die Bilder zeigten eine Topographie des Mondes, die noch nie zuvor von Menschen gesehen worden war. Sie waren so attraktiv, dass große Medienpublikationen wie der Daily Express schnell Berichte darüber veröffentlichten. Die Fotos, die vom Jodrell Bank Observatorium in England aufgenommen wurden, weckten bei Menschen auf der ganzen Welt ein starkes Interesse und Neugier für den geheimnisvollen Planeten jenseits der Erde. Das Ziel von Luna 9 ging weit über die spektakulären Bilder hinaus, die es lieferte. Während die Raumsonde wichtige wissenschaftliche Studien durchführte, dokumentierte sie sorgfältig Temperaturänderungen auf der Mondoberfläche. Die sorgfältige Forschung deckte Extreme auf, die von eisigen 153 Grad Celsius in der Nacht bis zu sengenden 123 Grad Celsius am Tag reichten, was den fast vollständigen Mangel an Atmosphäre auf dem Mond verdeutlichte. Die Druckwerte, die weniger als ein Milliardstel des Luftdrucks auf der Erde betrugen, zeigten einen starken Kontrast zu unserer Welt. Darüber hinaus lieferte Luna 9 genaue Strahlungsdaten, die eine tägliche Exposition von etwa 30 Röntgen zeigten. Diese Erkenntnisse lieferten wichtige Einblicke in die Mondumgebung, die für das Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten zukünftiger Erkundungen und Besiedlungen unerlässlich sind. Luna 9 beschränkte sich nicht auf passive Beobachtungen, sondern interagierte aktiv mit dem Mondboden und führte ein rudimentäres, aber bahnbrechendes bodenmechanisches Experiment durch. Mit einem Stab, der Druck auf den Regolith des Mondes ausübte, machte das Raumfahrzeug eine bedeutende Entdeckung. Eine ungefähre Tragfähigkeit von mindestens 0,4 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Diese wichtige Erkenntnis deutete auf die Robustheit der Mondoberfläche hin und legte nahe, dass sie potenzielle zukünftige Landefähren und Rover tragen könnte, was einen entscheidenden Meilenstein für nachfolgende Missionen darstellte. Wie bei den meisten Missionen war jedoch auch die Expedition von Luna 9 nur von begrenzter Dauer. Die Mission endete,
als die Batterien nach etwa 3 Tagen auf der Mondoberfläche erschöpft waren. Dennoch gelang es dem Raumschiff in diesem kurzen Zeitfenster, insgesamt 8 faszinierende Bilder zusammen mit unschätzbaren wissenschaftlichen Daten zu übertragen. Pioniermissionen von Luna 9 bis Apollo 11. Die bahnbrechende Mission von Luna 9 im Jahr 1966 markierte einen entscheidenden Moment in der Erforschung des Mondes. Die erfolgreiche Landung auf der Mondoberfläche ebnete den Weg für weitere Unternehmungen. Luna 13 folgte Luna 9 auf ihrer Mondreise am 24. Dezember desselben Jahres und trug wesentlich zu unserem wachsenden Verständnis des Mondes bei. Diese nachfolgende Mission spiegelte die Ziele von Luna 9 wider und führte analoge Experimente durch, die das Verständnis des Mondes vertieften. Die Bemühungen von Luna 13 im Jahr 1966 erweiterten unsere Erkenntnisse über die Natur und die Eigenschaften des Mondes und festigten unsere Grundlagen für zukünftige Monderkundungen. Der Höhepunkt der menschlichen Weltraumforschung kam jedoch mit der bedeutsamen Apollo 11 Mission im Jahr 1969, die unser kosmisches Verständnis unwiderruflich veränderte. Die Reise begann am 16. Juli vom Kennedy Space Center in Florida aus und stellte den Höhepunkt der ehrgeizigen Ziele des Apollo-Programms dar. Das Hauptziel der Mission bestand darin, Menschen sicher zur Mondoberfläche zu transportieren und ihre Rückkehr zur Erde zu gewährleisten. Diese Aufgabe wurde 3 außergewöhnlichen Astronauten anvertraut. Neil Armstrong, der Kommandant der Mission, ging in die Geschichte ein, indem er als erster Mensch den Mond betrat. Ihm folgten Edwin Buzz Aldrin, der Pilot der Mondlandefähre, und Michael Collins, der mit der Kommandokapsel den Mond umkreiste, während seine Astronautenkollegen das Mondgelände erkundeten. Die Apollo 11 Mission war ein Wunderwerk der Technik und Innovation und bestand aus 3 grundlegenden Komponenten. Das Kommandomodul, das den treffenden Namen Columbia trug, sorgte für die sichere Rückkehr der Astronauten zur Erde und diente ihnen als Zufluchtsort inmitten der Weite des Weltalls. Das dazugehörige Service-Modul versorgte die Columbia mit lebenswichtigen Ressourcen wie Strom, Sauerstoff, Wasser und Antrieb und sicherte so das Überleben der Astronauten. Das Herzstück der Mission war die Mondlandefähre, die den Namen Eagle erhielt. Dieses genial konstruierte Raumschiff besaß eine 2-stufige Struktur, die für den Transport von Armstrong und Aldrin von der Mondumlaufbahn zur Mondoberfläche und schließlich für ihre sichere Rückkehr zum Kommandomodul von entscheidender Bedeutung war. Die Apollo 11 Mission. Ein bemerkenswertes Unterfangen. Dauerte etwa 8 Tage und war voller Spannung, Staunen und historischer Durchbrüche. Nach dem Start von der Erde steuerte das Raumschiff den Mondorbit an. Ein entscheidender Moment, der am 19. Juli erreicht wurde und den Weg für die nachfolgende Phase ebnete. Am 20. Juli begannen die Astronauten Armstrong und Aldrin an Bord der Mondlandefähre ihren Abstieg und landeten sanft auf den ruhigen Ebenen des Mare Tranquillitatis, im Volksmund auch als Meer der Ruhe bekannt. Armstrongs inzwischen berühmte Worte: "Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit", halten um die Welt, als er die ersten Schritte der Menschheit auf der Mondoberfläche machte. Aldrin schloss sich ihm an und etwa 2 Stunden lang führte das Duo wissenschaftliche Experimente durch, sammelte fleißig unschätzbare Proben, pflanzte stolz die amerikanische Flagge und stellte wichtige wissenschaftliche Instrumente auf. Währenddessen führte Collins im Kommandomodul seine Versuchsreihe durch und erstellte akribisch fotografische Belege des Mondgeländes. Nach Abschluss ihrer Mondmissionen schlossen sich Armstrong und Aldrin am 21. Juli nahtlos wieder Collins an. Anschließend verabschiedeten sie sich von der Mondlandefähre, verließen die Mondumlaufbahn und begannen ihre Rückreise zur Erde. Ihr erfolgreicher Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gipfelte in einer Wasserlandung im Pazifischen Ozean am 24. Juli. Diese historische Mission war nicht nur eine gemütliche Reise, sondern auch vollgepackt mit wissenschaftlichen Unternehmungen und sorgfältiger Planung. Die auf der Mondoberfläche durchgeführten Experimente zielten darauf ab, Rätsel zu lösen und wichtige Daten zu sammeln. Zu den verschiedenen eingesetzten wissenschaftlichen Instrumenten gehörten seismische Instrumente zur Messung von Mondbeben, ein Gerät zur Messung des Sonnenwindes und ein Laserreflektor zur präzisen Messung der Entfernung zwischen Erde und Mond. Diese Experimente lieferten eine Fülle von Informationen, die unser Verständnis der Geologie des Mondes, der Zusammensetzung des Mondes und sogar der Stellung der Erde im Kosmos verbesserten.
Darüber hinaus war das Sammeln von Mondproben nicht nur eine Art Souvenirjagd. Wissenschaftler haben diese Proben umfassend untersucht und ihre Zusammensetzung analysiert. Um mehr über die Entstehung und Entwicklung des Mondes zu erfahren und die Geschichte unseres eigenen Planeten zu beleuchten. Die Reise zurück zur Erde wurde sorgfältig geplant, wobei die komplexe Dynamik der Raumfahrt berücksichtigt wurde. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre war eine kritische Phase, in der das Raumfahrzeug starker Hitze ausgesetzt war. Ingenieure und Wissenschaftler hatten das Raumfahrzeug sorgfältig so konstruiert, dass es dieser feurigen Tortur standhalten und die sichere Rückkehr der Astronauten gewährleisten konnte. Das Verständnis des Mondes neu gestalten. Die Leistungen von Apollo 11 gingen weit über die greifbaren Leistungen der Landung und Erkundung hinaus. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus den Missionsdaten gewonnen wurden, erweiterten unser Verständnis des Mondes auf tiefgreifende Weise. Analysen ergaben, dass die Mondumgebung eine subtile Atmosphäre besaß, die hauptsächlich aus Helium, Neon und Argongasen bestand. Diese Entdeckung stellte frühere Annahmen über die Zusammensetzung der Mondatmosphäre in Frage und warf ein neues Licht auf ihre einzigartigen Eigenschaften. Das dominierende Merkmal der Mondlandschaft, der Regolith, war eine Offenbarung. Diese feine Staubschicht, die sich über Jahrtausende durch den ständigen Beschuss von Mikrometeoriten gebildet hat, bedeckt die Oberfläche des Mondes. Die Untersuchung des Regoliths lieferte unschätzbare Erkenntnisse über die geologischen Prozesse, die Himmelskörper formen, und gab einen Einblick in die turbulente Geschichte des Mondes. Eine der faszinierendsten Entdeckungen war das Fehlen eines globalen Magnetfeldes auf dem Mond. Diese Abwesenheit weckte die wissenschaftliche Neugier und führte zu weiteren Untersuchungen. Obwohl bestimmte Gebiete lokale magnetische Anomalien aufwiesen, warf das Fehlen einer umfassenden magnetischen Abschirmung Fragen zur geologischen Entwicklung des Mondes und zu seinem starken Kontrast zu den magnetischen Eigenschaften der Erde auf. Inmitten der überwiegend trockenen Mondumgebung wurden in den ständig im Schatten liegenden Kratern des Mondes Spuren von Wassereis entdeckt. Diese unerwartete Entdeckung stellte frühere Annahmen über die Trockenheit des Mondes in Frage und eröffnete Perspektiven für eine mögliche zukünftige Erforschung des Mondes, was Diskussionen über die Möglichkeit der Nutzung dieser Ressourcen für nachhaltige Weltraummissionen anheizte. Eine der wohl bedeutendsten Entdeckungen war die Schätzung des Mondalters auf etwa 4,5 Milliarden Jahre. Diese Schätzung stimmte mit den vorherrschenden Theorien über die Entstehung des Sonnensystems überein und untermauerte die Idee, dass der Mond aus einer katastrophalen Kollision zwischen der Erde und einem anderen Himmelskörper entstanden ist. Diese Theorie erklärte nicht nur die Entstehung des Mondes, sondern lieferte auch entscheidende Erkenntnisse über die Frühgeschichte unseres Planeten und betonte die dynamische und gewalttätige Natur des frühen Sonnensystems. Die Erkenntnisse, die aus den Missionsdaten von Apollo 11 gewonnen wurden, waren nicht nur wissenschaftliche Meilensteine für die Menschheit, sondern veränderten auch unsere Wahrnehmung des Mondes grundlegend und verwandelten ihn. Von einem geheimnisumwitterten Himmelskörper in eine wissenschaftlich faszinierende Welt, die reif für eine tiefere Erforschung ist. Die Reise von Chandrayaan 3. Im Jahr 2023 erlebte die globale Weltraumforschung mit der indischen Mission Chandrayaan 3 einen bemerkenswerten Meilenstein. Diese Mission stach nicht nur für Indien, sondern für die gesamte internationale Weltraumforschungsgemeinschaft aufgrund ihres ehrgeizigen Ziels, der Durchführung einer kontrollierten Landung in der Nähe des rätselhaften Südpols des Mondes, Hervor. Diese Region, die für ihr wissenschaftliches Potenzial und ihre Komplexität bekannt ist, versprach vielversprechende Erkenntnisse über neue Mondgeheimnisse. Die Chandrayaan 3-Mission zeichnete sich durch ihr komplexes Design und ihre vielfältigen Ziele aus, die drei entscheidende Komponenten mit jeweils spezifischen Aufgaben umfassten. Der Orbiter, ein wachsamer Beobachter aus der Ferne, war mit 8 fortschrittlichen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet. Er befand sich in einer kreisförmigen Umlaufbahn etwa 100 Kilometer über der Mondoberfläche und hatte die Hauptaufgabe, die Mondoberfläche und Atmosphäre akribisch zu untersuchen und umfassende Daten zu sammeln. Begleitet wurde der Orbiter von der Landeeinheit, die zu Ehren von Dr. Vikram Sarabhai, dem visionären Gründer der Indian Space Research Organization, Vikram genannt wurde. Abgesehen von seiner symbolischen Bedeutung diente Vikram als robustes Arbeitstier,
das mit 4 Spezialinstrumenten ausgestattet war. Seine Aufgabe bestand darin, wichtige Daten zu verschiedenen Aspekten wie Temperaturschwankungen, seismischen Aktivitäten, Plasmadichte und Oberflächenbeschaffenheit zu sammeln, insbesondere an seinem vorgesehenen Landeplatz. Die sorgfältige Planung und Instrumentierung von Chandrayaan 3 unterstrich Indiens wachsende Kompetenz in der Weltraumtechnologie und Forschung. Der Fokus der Mission auf den Südpol des Mondes war strategisch, mit dem Ziel, in unerforschte Gebiete vorzudringen, Mondgeheimnisse zu lüften und ein tieferes Verständnis für diese weniger erforschte Region zu schaffen. Die Auswahl der wissenschaftlichen Instrumente an Bord des Orbiters und des Landers unterstrich den umfassenden Ansatz der Mission zur Erforschung der Mondoberfläche, Atmosphäre und Geologie. Diese Instrumente wurden sorgfältig hergestellt, um eine Vielzahl von Daten zu erfassen und den Weg für bedeutende Fortschritte in der Mondforschung zu ebnen. Pragyan, getreu seinem Sanskrit-Namen, der Weisheit bedeutet, begab sich auf eine Reise, die das Mondgelände mit akribischer Präzision enthüllte. Pragyan beherbergte 2 hochentwickelte Instrumente und entschlüsselte sorgfältig komplizierte Details über die Mineralogie des Mondes und die elementare Zusammensetzung seines Bodens, wobei er tief in die Geheimnisse des Mondes eintauchte. Vikrams Präzisionslandungssaga. Am 23. August 2023, nach einer Reihe komplizierter Umlaufbahnmanöver, die von Chandrayaan 3s Mutterorbiter um den Mond herum durchgeführt wurden, kam der entscheidende Moment für die Landeeinheit Vikram, um ihren kühnen Abstieg zum Südpol des Mondes zu beginnen. Vikram löste sich von seinem Mutterorbiter und stand vor der gewaltigen Herausforderung, eine kontrollierte Landung auf der Mondoberfläche durchzuführen, eine Aufgabe, die einer Gratwanderung vom Weltraum zu einem Himmelskörper gleicht. Der Abstieg aus dem Weltraum zum Mond stellte Vikram vor eine monumentale Aufgabe. Zunächst raste die Landeeinheit mit einer Geschwindigkeit von 1,68 Kilometern pro Sekunde auf den Mond zu. Sie setzte ihre Triebwerke an Bord sorgfältig ein, um die Geschwindigkeit zu verringern, und reduzierte ihre Geschwindigkeit allmählich bis fast zum völligen Stillstand. Die Herausforderung ging jedoch über die reine Geschwindigkeitskontrolle hinaus. Als sich Vikram dem Mond näherte, musste er präzise Anpassungen an seiner Flugbahn und Ausrichtung vornehmen, ähnlich wie ein Pilot, der während der Landung in letzter Minute Korrekturen vornimmt, um ein sicheres Aufsetzen für alle an Bord zu gewährleisten. Vikram bewies in dieser entscheidenden Phase außergewöhnliche Präzision und führte kalkulierte Manöver durch, um sich zwischen 2 Mondkratern, Simpelius N und Mansinus C, zu positionieren. Diese spezielle Region war für ihre extremen Umweltbedingungen bekannt, mit Temperaturen, die auf eisige minus 240 Grad Celsius sanken. Außerdem war Sonnenlicht in diesem Gebiet ein seltenes Gut, das aufgrund der einzigartigen Topographie und Ausrichtung der Region zur Sonne nur sporadisch die Mondoberfläche berührte. Vikram meisterte diese komplexen Herausforderungen und brachte die Sonde erfolgreich in diesem schwierigen Gelände in Position, um die Voraussetzungen für die nachfolgenden Phasen der Mission zu schaffen. Die präzise Ausführung dieses Abstiegs zeigte das Fachwissen und die sorgfältige Planung des Missionsteams und unterstrich die Fähigkeit Indiens, selbst in den anspruchsvollsten Mondumgebungen ausgeklügelte Mondoperationen zu koordinieren. Die Wahl des Landeplatzes war strategisch und zielte darauf ab, eine Region mit einzigartigen Eigenschaften zu erkunden, die unschätzbare Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Mondes, seine geologischen Merkmale und die Umweltbedingungen liefern könnte. Nach der erfolgreichen Landung verlor Vikram keine Zeit. Die Landeeinheit entfaltete ihre Solarpaneele reibungslos, die wie Flügel aussahen, die sich nach einem langen Flug ausbreiteten. Diese Paneele dienten nicht nur der Schau. Sie waren für die Stromversorgung der wissenschaftlichen Instrumente der Mission und das reibungslose Funktionieren des Landers unerlässlich. Während sich die Solarmodule entfalteten, streckte Vikram seine Antennen aus und stellte eine wichtige Kommunikationsverbindung mit dem Orbiter darüber her. Diese Verbindung war von entscheidender Bedeutung und diente als Lebensader zwischen der Mondmission und den eifrig auf der Erde stationierten Forschern und Wissenschaftlern. Diese Echtzeitkommunikation ermöglichte einen nahtlosen Datenaustausch, sodass die Wissenschaftler die Ereignisse auf dem Mond überwachen und analysieren konnten. Trotz dieser ersten Aktionen hatte die Mondoberflächenmission jedoch gerade erst begonnen. Wie beim Warten auf die Staubglättung nach einem Windstoß auf der Erde gab es eine kurze Zeitspanne,
in der sich der Mond Staub legen sollte. Während dieser Zeit wartete der Mondrover Pragyan geduldig auf seinen Einsatz. Schließlich, als grünes Licht gegeben wurde, verließ Pragyan die Rampe von Vikram mit einem neugierigen und zielstrebigen Ausdruck. Stellen Sie sich den Rover wie einen Entdecker vor, der zum ersten Mal eine unberührte Insel betritt. Mit 2 Wochen, die einem einzigen Mondtag entsprechen, hatte Pragyan nur einen begrenzten Zeitrahmen, um seine Mission zu erfüllen. Pragyan war darauf ausgelegt, sich bis zu einem halben Kilometer von seiner Landeeinheit zu entfernen und verkörperte Autonomie. Er war mit Bordkameras und Sensoren ausgestattet, die dem Rover seine Sicht und seine Instinkte verliehen. Diese Fähigkeiten waren für die Navigation auf der felsigen und unberechenbaren Mondoberfläche von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Pragyan nicht über Hindernisse stolperte oder in schwierigem Gelände stecken blieb. Chandrayaan 3s Mondexpedition mit kleinem Budget. Die indische Mission. Chandrayaan 3 wagte sich am Südpol des Mondes in unerforschtes Gebiet vor und erreichte dabei nicht nur historische Meilensteine, sondern auch eine bemerkenswerte finanzielle Effizienz, die viele in Erstaunen versetzte. Mit einem knappen Budget von nur 74 Millionen Dollar demonstrierte diese Mission Indiens Fähigkeit, Kosteneffizienz mit fortschrittlicher Weltrauminnovation zu verbinden. Aus den Zahlen, die der ehemalige Vorsitzende der ISRO, K. Sivan, bekannt gab, geht hervor, dass sich die Gesamtkosten der Mission auf etwa 615 Milliarden Rupien beliefen, was etwa 74 Millionen Dollar entspricht. Innerhalb dieses Budgets beliefen sich die Ausgaben für Landefähre, Rover und Antriebsmodul auf insgesamt rund 215 Milliarden Rupien, während für die Startdienste Ausgaben in Höhe von etwa 365 Milliarden Rupien anfielen. Diese sorgfältige Budgetierung war besonders lobenswert im Vergleich zu ihrem Vorgänger Chandrayaan 2, der trotz einer erfolglosen Landung im Jahr 2019 über ein deutlich höheres Budget von 978 Milliarden Rupien oder 96,5 Millionen verfügte. Der Vergleich des Budgets von Chandrayaan 3 mit dem anderer internationaler Mondmissionen unterstreicht deutlich seine Kosteneffizienz. So verfügte die russische Mission Luna 25, die den gleichen Mondsüdpol anvisierte, aber mit einem Absturz endete, über ein Budget von fast 2 Millionen Dollar. Das ehrgeizige Viper Rover Projekt der NASA, das für 2024 geplant ist, sollte beachtliche 433 Millionen Dollar kosten. China's Chang'e-4, der 2019 erfolgreich auf der Rückseite des Mondes landete, kostete rund 180 Millionen Dollar. Der Erfolg des budgetfreundlichen Ansatzes von Chandrayaan 3 war vor allem auf sein kompaktes Design zurückzuführen. Mit einem Gesamtgewicht von nur 1,4 Tonnen für Lander und Rover war er deutlich leichter als viele internationale Pendants. So wog beispielsweise allein der Viper Rover der NASA etwa eine Tonne. Durch diese strategische Leichtbauweise konnten verschiedene damit verbundene Kosten gesenkt werden, insbesondere die für den Start und den Treibstoff. Das Gewicht war jedoch nicht der einzige Vorteil. Die finanzielle Effizienz von Chandrayaan 3 wurde auch auf die umsichtige Nutzung vorhandener Technologien zurückgeführt. Indien setzte seine GSLV MK3 ein, die robusteste Rakete in seinem Arsenal, die bereits bei mehreren erfolgreichen Missionen zum Einsatz kam. Außerdem wurden der Lander und der Rover für Chandrayaan 3 nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern auf der Grundlage der für Chandrayaan 2 verwendeten Entwürfe angepasst und verbessert. Während die Finanzen eine große Herausforderung darstellten, musste die Mission von Chandrayaan 3 verschiedene Hindernisse überwinden. Doch dank des kosteneffizienten Ansatzes, des innovativen Designs und des strategischen Einsatzes von Technologie konnten trotz des begrenzten Budgets bedeutende Meilensteine erreicht werden, was ein Beispiel für eine effiziente Weltraumforschung ist. Chandrayaan 3's Triumph in ewiger Dunkelheit. Indiens dritte Mond Mission, Chandrayaan 3, war eine herausfordernde Odyssee, die vom Start bis zur Landung mit zahlreichen Hürden verbunden war. Das Unterfangen begann mit der monumentalen Aufgabe, die richtige Mondumlaufbahn zu erreichen, nachdem die leistungsstarke GSLV MK3-Rakete die Sonde am 15. August 2023 vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota aus ins All befördert hatte. Die Reise zum Mond war jedoch alles andere als ein einfacher Sprint. Sie erforderte akribische Präzision.
Das Raumschiff machte mit Hilfe seiner Triebwerke und der Schwerkraft von Erde und Mond knifflige Manöver. Es war äußerst wichtig, es genau an der richtigen Stelle um den Mond herum zu positionieren, da dies den Weg für die Landung vorgab. Sie wollten nicht nur den Mond umkreisen, sondern steuerten den unerforschten Südpol an, in der Hoffnung, dort Eis und andere wertvolle Dinge zu finden. Aber dieser Ort war mit großen Herausforderungen verbunden. Unwegsames Gelände, verrückte Temperaturen und vielleicht Kommunikationsprobleme für das Chandrayaan-3-Team. Die Wahl des Landeplatzes war eine große Entscheidung. Sie mussten das Sonnenlicht, einen sicheren Landeplatz und die Kommunikation mit der Erde in Einklang bringen. Diese Entscheidung war von entscheidender Bedeutung, da sie Einfluss darauf hatte, ob die Mission erfolgreich sein würde und ob der Rover den Mond gut erkunden könnte. Am 23. August 2023 waren dann alle 17 Minuten lang in höchster Spannung, die als die 17 Minuten des Schreckens bekannt sind. Zu diesem Zeitpunkt musste der Lander, genannt Vikram, von wahnsinnigen Geschwindigkeiten superschnell abbremsen, um sicher auf dem Mond zu landen. Noch beängstigender war, dass Vikram dies ganz allein und ohne Echtzeithilfe tun musste. Er musste in Sekundenbruchteilen entscheiden, wie er sich bewegen und wo er perfekt landen sollte. Vikram schaffte es, und dieser Erfolg ermöglichte es dem Rover namens Pragyan, mit der Erkundung des Mondes zu beginnen. Pragyan stand jedoch vor ganz eigenen Herausforderungen. Die Navigation durch das staubige und zerklüftete Gelände des Mondes erforderte Präzision, um Hindernissen auszuweichen und eine ununterbrochene Kommunikation aufrechtzuerhalten. Doch die Hürden der Mission endeten nicht mit der erfolgreichen Landung. Da die Mission auf einen engen Zeitplan von nur 14 Erdentagen, was einem Montag entspricht, ausgelegt war, mussten sowohl die Landeeinheit als auch der Rover gegen die Zeit antreten, um ihre Aufgaben auf der Mondoberfläche auszuführen. Innerhalb dieses begrenzten Zeitfensters führten sie Experimente durch, untersuchten die Zusammensetzung des Mondbodens, zeichneten Temperaturschwankungen auf und sammelten unschätzbare Daten, die alle für die Übertragung zur Erde von entscheidender Bedeutung waren. Die Herausforderungen waren vielfältig. Die extremen Temperaturen auf dem Mond schwankten zwischen eisigen minus 180 Grad Celsius und sengenden 100 Grad Celsius, was zu Schwierigkeiten beim Betrieb führte. Unvorhersehbare Kommunikationsausfälle trugen zur Komplexität bei, während die ständige Bedrohung durch die Sonneneinstrahlung eine große Rolle spielte. Die effiziente Verwaltung der Energieressourcen in dieser rauen Umgebung auf dem Mond stellte sich als eine weitere gewaltige Herausforderung heraus. Trotz dieser Hindernisse hielt die Chandrayaan-3-Mission durch, erweiterte die Grenzen der wissenschaftlichen Erkundung und ebnete den Weg für ein besseres Verständnis der Geheimnisse des Mondes. Im Jahr 2019, als Indien sich auf seine Chandrayaan-2-Mission vorbereitete, äußerte der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson seine Begeisterung und seinen Optimismus für dieses bedeutende Mondprojekt. Er hob die zentrale Bedeutung der Mission hervor und betonte, dass Chandrayaan Indien als vierte Nation nach den USA, Russland und China eine erfolgreiche sanfte Landung auf dem Mond ermöglichen sollte. Was Chandrayaan 2 auszeichnete, war sein ehrgeiziges Ziel, die Südpolarregion des Mondes zu erkunden, eine Aussicht, die bei vielen, die den Erfolg der Mission mit Spannung erwarteten, auf große Resonanz stieß. Die Erforschung des Weltraums ist jedoch mit Herausforderungen und Unwägbarkeiten verbunden. Chandrayaan 2 erlitt einen verheerenden Rückschlag. Als die Kommunikation mit der Landeeinheit während der entscheidenden Abstiegsphase abbrach, was zu einem unglücklichen Absturz auf der Mondoberfläche führte. Die Welt fühlte mit der Enttäuschung Indiens, doch Tysons Stimme klang ermutigend und betonte, dass Rückschläge bei Weltraumunternehmungen nicht das Ende, sondern vielmehr ein Katalysator für neue Entschlossenheit sind. Nun ist es Zeit für die heutige Auswahl der Abonnenten. In einer bedeutsamen Enthüllung des renommierten Astrophysikers Neil deGrasse. Tyson fand Indien endlich heraus, was die NASA auf dem Mond versteckt hielt. Tyson beleuchtete Indiens bahnbrechende Entdeckung am Südpol des Mondes und enthüllte eine faszinierende Welt mit unzähligen Geheimnissen. Diese himmlische Region, wie Tyson eloquent beschrieb, ist von beispielloser Bedeutung, vergleichbar mit einer Schatzkammer für Wissenschaftler. In den schattigen Kratern könnte sich Wassereis verbergen, eine wertvolle Ressource, die nicht nur für die Lebenserhaltung, sondern auch als potenzieller Raketentreibstoff von entscheidender Bedeutung ist. Ein revolutionärer Fund, was dieses Gebiet auszeichnet, sind die ewigen Schatten,
die das Eis verbergen. Im Gegensatz zu den sonnenbeschienenen Gipfeln, die vielversprechende Orte für die Gewinnung von Solarenergie bieten, die für zukünftige Missionen von entscheidender Bedeutung ist. Doch über ihren Nutzen hinaus sind die dort gefundenen uralten Gesteine Zeitkapseln, die die miteinander verflochtene Geschichte von Erde und Mond bewahren. In diesen Gesteinen liegen verborgene Erzählungen, die darauf warten, bedeutende Kapitel unserer planetarischen Vergangenheit zu enthüllen. Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Entdeckungen inmitten lunaren Herausforderungen. Die Chandrayaan-3-Mission war aufgrund ihrer Landung auf der erdnahen Seite des Mondes, genauer gesagt am Schiff Shakti-Punkt, der etwa 600 Kilometer vom Südpol entfernt liegt, von großer Bedeutung. Im Gegensatz zur chinesischen Chang'e-4-Mission, die auf der erdfernen Seite des Mondes weichlandete, sah sich Chandrayaan-3 mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus dem unwegsamen Gelände, der ewigen Dunkelheit und den extremen Temperaturen am Südpol ergaben. Der Mond hat eine von der Erde aus sichtbare Vorderseite, die immer unserem Planeten zugewandt ist, und eine Rückseite, die aufgrund der Gezeitenbindung ständig verborgen bleibt. Der Landeplatz von Chandrayaan-3 befand sich auf der Vorderseite und war, aufgrund des zerklüfteten und bergigen Geländes des Südpols mit großen Kratern, tiefen Gräben und steilen Hängen mit Schwierigkeiten verbunden. Einen geeigneten Landeplatz für eine sichere Landung zu finden, stellte eine erhebliche Herausforderung dar. Darüber hinaus stellte die ständige Dunkelheit in der Nähe des Südpols, die durch die axiale Neigung des Mondes und tiefe Krater verursacht wird, eine Herausforderung für solarbetriebene Missionen dar. Einige Regionen in der Nähe des Südpols hatten seit über einer Milliarde Jahren kein Sonnenlicht mehr erhalten, was die Energieerzeugung für den Betrieb des Raumfahrzeugs erschwerte. Außerdem konnten die Temperaturen am Südpol während der Mondnacht auf bis zu minus 230 Grad Celsius sinken, wodurch elektronische Komponenten beschädigt werden konnten und es schwierig war, die Wärme im Raumfahrzeug aufrechtzuerhalten. Trotz dieser Herausforderungen war Chandrayaan-3 für eine Lebensdauer von 14 Erdentagen oder einer Mondtageslichtperiode ausgelegt. Während dieser Zeit machte die Mission mehrere bedeutende Entdeckungen. Der Vikram-Lander erforschte die Exosphäre und Ionosphäre des Mondes. Die Exosphäre des Mondes, die fast ein Vakuum ist, hat einen Druck von etwa 0, Dry Nanopascal, und die Ionosphäre, die durch Sonnenlicht angeregt wird, erzeugt eine dünne Schicht aus elektrisch geladenem Plasma um die Mondoberfläche in der Nähe des Südpols. Es wurde festgestellt, dass die Dichte dieses Plasmas, das für die Funkkommunikation von entscheidender Bedeutung ist, im Laufe des Mondtages variiert. Das dünne Plasma deutete auf minimale potenzielle Verzögerungen für Übertragungs- und Navigationssysteme hin, die für eine zukünftige menschliche Besiedlung unerlässlich sind. Eine von Chandrayaan-3 eingesetzte Temperatursonde zeigte erhebliche Temperaturschwankungen direkt unter der Mondoberfläche. An der Oberfläche erreichten die Temperaturen tagsüber etwa 60 Grad Celsius, fielen aber nur 8 cm unter der Oberfläche dramatisch auf etwa minus 10 Grad Celsius ab. Diese Temperaturschwankung deutete darauf hin, dass der Oberboden des Mondes als starker Wärmeisolator fungierte, was auf eine mögliche Nutzung für den Bau von Habitaten hindeutet, um Astronauten vor extremen Mondbedingungen zu schützen. Die Mission entdeckte auch ein mögliches Mondbeben mit dem Instrument für lunare seismische Aktivitäten. Mondbeben, die zwischen Sekunden und einer Stunde andauern, können durch Einschlagereignisse, Gezeitenkräfte von Erde und Sonne oder Temperaturschwankungen verursacht werden. Die erstmalige Entdeckung eines Mondbebens deutet auf interne Prozesse im Mond hin, wobei Wissenschaftler Theorien wie eine Schrumpfung des Mondes oder eine interne Erwärmung, die zur Bildung von Magmataschen führt, aufstellten. Das laserinduzierte Durchbruchsspektrometer des Pragyan Rovers zeigte das Vorhandensein verschiedener Elemente, darunter Aluminium, Calcium, Chrom, Eisen, Mangan, Sauerstoff, Titan und Silizium. Bemerkenswert war vor allem Schwefel, dessen Entdeckung in der Südpolregion des Mondes beispiellos war. Das Vorkommen von Schwefel ist wichtig für das Verständnis der Geologie und der Vergangenheit des Mondes. Und seine Korrelation mit Wassereis in Gebieten mit Kältefallen treibt die Erforschung der Wasserressourcen des Mondes voran und deckt bisher unentdeckte Wassereisreservoirs auf. Obwohl die Vikram-Landeeinheit und der Pragyan-Rover bei der Erkundung des Mondes viele entscheidende Entdeckungen gemacht haben, ist eine entscheidende Erkenntnis,
die Existenz von Wassereis nach wie vor schwer fassbar. Mit dem Instrument Moon Mineralogy Mapper fand die Chandrayaan-1-Mission aus Indien bereits 2008 Hinweise auf wasserhaltige Moleküle in den Polargebieten des Mondes. Mehr als 10 Jahre lang wurden die Daten der Mission umfassend untersucht. Anhand von 3 verschiedenen Zeichen auf der Mondoberfläche konnten Wissenschaftler 2018 dank dieser Daten das Vorhandensein von Wassereis bestätigen. Überraschenderweise gelang dem Rover Pragyan, wie seinen Vorgängern, trotz dieser Ergebnisse kein direkter Nachweis von Wassereis. Stattdessen erwähnte er auf subtile Weise Schwefel und wies auf andere mögliche Folgen hin. Man fragt sich also, wo das Wassereis ist, das Chandrayaan 1 im Jahr 2008 gesehen hat. 2 Gründe kommen in den Sinn. Zunächst einmal ist es möglich, dass der Pragyan Rover zufällig an einem Ort gelandet ist, an dem es kein Wasser oder Eis gibt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2008 sind die Eisvorkommen ungleichmäßig über den Mond verteilt. Mit einer höheren Konzentration in den Mondkratern in der Nähe des Südpols und einer weniger umfangreichen Verteilung in der Nähe des Nordpols. Zweitens werden durch eine andere Entdeckung von Chandrayaan 3 weitere Informationen aufgedeckt. Direkt unter der Mondoberfläche stellte die verfolgte Nutzlast des Vikram-Landers eine bemerkenswerte Temperaturabnahme fest, was auf eine unzureichende Wärmeleitung im Mondboden hindeutet. Dies bedeutet, dass die Suche nach Wassereis unter der Mondoberfläche möglicherweise eine bessere Option ist als die Suche auf der Oberfläche. Nach der Mondnacht versuchte Chandrayaan 3, dessen Mission für einen Montag geplant war, Kontakt aufzunehmen, erhielt jedoch leider keine Antwort. Trotzdem wurde die Mission für erfolgreich erklärt, da sie ihr Hauptziel erreicht hatte, nämlich sanft auf dem Mond zu landen und während des Abstiegs wichtige Daten zu sammeln. Wir wissen jetzt, dass der Südpol des Mondes eine reiche Ressourcenquelle ist und dass die indische Mission Chandrayaan 3 wesentlich zu unserem Verständnis darüber beigetragen hat. Indien und Japan arbeiten jetzt gemeinsam an Chandrayaan 4, einer Mission, bei der ein Lander und ein Rover eingesetzt werden, um das schwer fassbare Wassereis am Südpol des Mondes direkt zu sehen und zu untersuchen. Welche Geheimnisse werden als nächstes gelüftet? Was erwarten Sie von dieser nächsten Zusammenarbeit? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Wenn Sie ein Abenteuerliebhaber sind, gefällt Ihnen das Video und Sie abonnieren es. Denn das ist auch das Thema, das wir anstreben. Vielen Dank, dass Sie uns begleiten. Wir melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen.